kriegen wir schon wieder hin, hä? Komm mal her. Gabi frisst nichts mehr. Aha. Seit wann? Gestern. Irgendwas Besonderes vorgefallen? Nee. Vielleicht hat sie einen wilden Sven. Wilder Sven? Was ist denn das? Eine Tierseuche? Das ist ein Fluch. Was ist denn für ein Fluch? Der tötet Menschen. Frau Christiansen. Wenn sie bis nächste Woche nicht frisst, dann schlachte ich sie. Na gut, das ist jetzt auch ein bisschen rabiat, ne? Komm her. Probieren wir einen Apfel, ja? Na, Gabi, komm. Moin. Moin, Mutter. Moin. Moin. Hast du an die Socken gedacht? Ist Wasser nass? Polizeiposten Schwanitz? Ja. Von da kamen sie, die Wikinger. Ah ja, habe ich drüber gelesen, ja. Und es gab einen berühmten Anführer, Sven Hastings, auch genannt der wilde Sven. Aber ein paar mutige Schwanitzer haben sein Boot mit einem falschen Signalfeuer auf den Riff gelockt. Heute, am 24. Februar. Also heute vor über 1000 Jahren. Laut der Überlieferung hat der wilde Sven alle Schwanitzer an seinem Hinrichtungsplatz verflucht. Und alle 7 Jahre holt er sich 2 Schwanitzer. Herr Jakobs, gucken wir mal. Gucken wir mal, sehen Sie das? Was denn? Bei dem Felsen, bei der Steilküste, da direkt hinter dem. Ich sehe nichts. Und wann soll es den nächsten Toten geben? Eigentlich heute. Ah, dann muss sich der wilde Sven immer ranhalten, ne? Tierarztpraxis Jakobs, hallo? Hallo, Lona Vogt hier. Ich habe ein kleines Problem. Ich erreiche diesen Dr. Blum wieder nicht und ich habe hier einen, der ist ziemlich tot. Meinen Sie, Sie könnten da kurz einspringen für die Leichenschau? Ja. Gut, ja, wo soll ich hinkommen? Ja, das ist die Schrödergasse 9. Die Villa von Oliver Selchow. Okay. Ja, bis gleich. Was ist los? Nehmen Sie mich mit? Ja, ich setze Sie bei der Praxis ab. Kommen Sie. Komm.
ist was passiert? Wegen der Kuh. Gabi. Gabi, ist sie eigentlich bei Bauer Beckmann aufgewachsen? Nee, das ist der neue Besitzer. Die war vorher auf dem Harmshof, aber der ist abgefackelt vor einer Woche oder so. Und dann wurden die Tiere auf die umliegenden Höfe verteilt und Gabi ist den vierten Tag bei Beckmann. So. Komm, Olli. Okay. Ach, machen wir so. Passen auf sich auf, ja? Können Sie mir nachher helfen, Gabi mit in den Praxisgarten zu bringen? Ja, natürlich. Sie haben einen Gut bei mir. Geht doch. Komm. Sie können angehen, Frau Aslan, danke. Warum ist Dr. Blum eigentlich nie zu erreichen? Reagiert nie auf Ihre Anrufe. Einige sagen schon, er ist eine Erfindung der Krankenkasse. Irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, er hat Blutergüsse am Hals und im Schulterbereich. Kann aber durch das Liegen kommen. Blut zirkuliert nicht mehr, staut sich hier. Das ist eine Drucksituation durch sein Körpergewicht. Frau Bleckmann, Herr Töteberg. Ja. Ich bin Frau Bleckmann. Ja, das dachte ich mir. Was war denn das für ein Gurgeln? Er wird Wasser getrunken haben, nehme ich mal an. Könnte ich Sie mal für einen Augenblick ausbocken? Können Sie jeweils ein Bein des Verstorbenen anheben und zwar in Richtung Decke zwirbeln? Ja. 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 Wie jetzt? Wasser in der Lunge. Ja, der ist ertrunken. In seinem Bett ertrunken. Nee, Herr Töteberg. Das bedeutet nur, dass er nicht hier gestorben sein kann. Ja, Tatort und Fundort sind nicht identisch. Können Sie uns mal kurz alleine lassen, bitte? Ja. Selbstverständlich. Bevor ich es vergesse, ich möchte, dass alle Details vom Tod von Nenselcho in diesem Raum bleiben und nicht im ganzen Ort rum erzählt werden. Hm? Natürlich nicht. Gut. Diskretion ist unsere Visitenkarte. Gut. Ja, danke. Ja. Gut. Damit haben Sie zumindest gleich mal Gewissheit, ob er im Salz oder im Süßwasser ertrunken ist. Gut, niemand ertrinkt und legt sich danach in ein Bett. Ich meine, die Frage ist einfach, ob und wie. Herr Töteberg. Brauchen Sie mich noch? Nö. Gut. Ha. Was machst du denn hier, hm? Hm? Im Bett ertrunken. Ist nicht wahr. Moin, Herr Probmann. Moin. Herr Jakobs, können Sie das da mitnehmen? Ja, selbstverständlich. Die darf hier eh nicht auf dem kalten Fußboden laufen. Das ist eine Testudo Hermanni, die brauchst warm. Sonst geht die ein. Ach übrigens, Ihre Post von heute habe ich Ihnen in die Praxis gebracht. Ah, weil? Na, falls was passiert. Am Hafen. Oder auf dem Weg dorthin. Heute ist ein Unglückstag. Hat Ihnen das noch keiner gesagt? Nein, man hat mir nur vom wilden Sven erzählt. Und prompt hat er zugeschlagen. Ja gut, aber es kann ja auch ein Zufall gewesen sein. Ganz sicher wissen wir das erst morgen. Es wird hier niemand sterben. In Schwanitz. Morgen. Kein Mann kann den Fluch brechen. Hm? Kein Mann kann den Fluch brechen. Das verstehe ich nicht. Das können nur zwei weibliche Nachkommen. Ja,
Ja, gut. Ach, übrigens, Ihr Nachsenderantrag geht zu Ende, Herr Jacobs. Wenn Sie weiterhin Post aus Hamburg haben wollen, dann müssen die Sie den... Die Dauer meines Nachsenderauftrags und mein voriger Wohnort gehen niemandem etwas an. Ja, es war ja nur... Gehen niemandem etwas an? Natürlich nicht. Ich okay. dachte ja nur... Nein. Gut. Ist das nicht unser neuer Tierarzt? Ja, er ist aus Hamburg. Ledig, war selbst mal Polizist. Ich würde Sie gerne nach Ihren ersten 3 Monaten hier in Schwanitz zu einem zwanglosen Abendessen einladen. Also nur Sie und ich. Vielleicht. Weil, wissen Sie eigentlich, was Schwanitz für einen Riesenschritt mit Ihnen nach vorne macht in Sachen Intelligenz, Humor, Anstand, Tierliebe? Moin, Jule. Moin. Ich mache heute die wilde Sven, wenn du Lust hast zu sehen. Okay. Okay. Bis später. Ey, Doktor. Heute ist die große wilde Sven-Tour. Ab 15 Uhr jede volle Stunde von der Hafen aus. Kommst du, okay? Am 26. Februar auf Durchreise und ein bisschen einsam. Treffen wir uns im Schöckinger. Meld dich einfach, Sandy. Hi. Geschlossen? Ja, ist doch wilder Sven, da traut sich keiner her. Es gab einen Toten. Woher wissen Sie denn das? Na, hat der Teurer erzählt, der Fleischer. Wer ist denn gestorben? Also, das ist keine von unseren Kunden hier. Die war noch nicht hier. Ein Herr Selcho. Herr Selcho? Nee, der war noch nicht hier. Wie heißt sie denn? Oh, das ist ein Er. Ja gut, dann taufe ich dich auf den Namen Wilden Svenny. Sie sollten es aber nicht herausfordern, ne? Weil sonst ein Unglück gibt, ne? Ja. Es ist unfassbar. Und wir sind im 21. Jahrhundert. Ups. Ah. Oh. Ja, das ist ganz schön. Schon gut, ist schon gut. Nee, das ist gegen die Schwellung. Lass bitte mal. Das ist aber auch ein blöder Tisch. Ja, aber der Tisch ist schon länger da. Ich denke, man sollte sich einfach ins Bett legen, die Welt vergessen und da Spaß haben. Oh Gott, nein. Also ich meine, jeder für sich natürlich. Also, oh Gott, was rede ich denn da? Haben Sie das jetzt irgendwie in den falschen Hals bekommen? Ich meine, das wäre mir wahnsinnig peinlich, weil ich möchte ja nicht mit Ihnen ins Bett. Was? Doch, nein. Ich meine, nein, was ich einfach... Sie sind, es ist ja jetzt nicht so, dass Sie unattraktiv wären oder so. Also ganz allgemein als Mann. Jetzt. Oh Gott, ich wollte einfach Decke über den Kopf ziehen und das Gewitter vorbeiziehen lassen. Das wollte ich sagen. Ja. Luna!
Lona, welch seltener Gast. Ich suche Melanies Mutter. Also Frau Bittner, war die heute schon hier? Ja, die war schon da und hat Blumen gebracht. Komm mal mit. Komm mal mit in die Kirche, ich zeig dir was. Du wirst staunen, komm. Komm mit. Komm mal mit. Hier. Ha? Die Leute heiraten nicht mehr in der Kirche, sie heiraten draußen. Sie heiraten sogar unter Wasser. Guck mal. Und nur noch ein bisschen Lametta dran für die Paare. Ein bisschen Licht. So. Na, und? Hm? Wie gefällt's dir? Demnächst habe ich ein paar, das will Raketen. Man muss ja mit der Zeit gehen, aber das kriege ich auch noch hin. Hm? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ohne dienstlichen Anlass hier war. Ja, das weiß ich noch. Da wurdest du hier getauft. Da war ich noch Vikar. Was treibt dich her? Der wilde Sven? An den glaube ich nicht. Na, komm, komm. Das war mal anders. Da hast du noch unterschiedliche Socken getragen. Der wilde Sven, ich aber Angst. Ne? Herr Jakob! Herr Jakob, halten Sie auf! Ruhig, gar nicht. Herr Jakob, halten Sie! Frau Christian, Vorsicht! Ja, ich mach das, kommen Sie von der anderen Seite! Ruhig. Herr Jakob, halten Sie! Gabi, nein, Gabi! Gabi, Gabi! Nicht so schnell, jetzt? Gabi! Machen Sie sich groß! Umfallen. Ganz. Was der Kuchen. Jetzt kann sich wieder frei bewegen. Nee. Gabi hat mir den Fuß gebrochen. Das ist eine amtliche Prellung. Wir sollten den Fuß schonen. An Ihrer Stelle würde ich mich eine Woche krankschreiben lassen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen einen Test ausstellen. Dürfen Sie das denn? Als Veterinär? Der Homo sapiens ist ja auch nur ein Tier. Ich glaube sogar, in 100 oder 200 Jahren, wenn man auf uns zurückblickt, dann wird man entsetzt sein, wie bestialisch wir mit Tieren umgegangen sind. Haben Sie deshalb Ihre Stelle als Polizist bei der Kripo in Hamburg aufgegeben? So gut kennen wir uns noch nicht. Übrigens, Herr Selchow ist im Süßwasser ertrunken. Sicher? Ja. Ja, so kann ich damit nicht Auto fahren. Wegen Gabi. Sie meinen, ich bin Ihnen was schuldig wegen der Kuh? Ja, schuldig sind Sie mir nichts. Aber könnte ich Sie trotzdem für ein paar Tage reaktivieren? 2 Tage, bis der wilde Sven vorbei ist. Vorsicht, mit dem Fuß. Geht es? Ja. Kraftfutter nimmt sie auch nicht. Wie geht's denn dem Fuß? Ja, nicht so gut. Nicht gut? Zum Glück unterstützt mich Herr Jakobs für 2 Tage. Wie? Ich. Herr Jakobs ist doch Tierarzt. Ja. Und früher hat er als Polizist gearbeitet. Und so kann ich ja nicht damit Auto fahren. Wieso? Weil ich so nicht kuppeln kann. Ist das so schmerzhaft? Ja, es tut sehr weh. Ja. Naja, aber du hast ja eine Automatik. Da musst du doch gar nicht kuppeln. Wir haben das geklärt, Jule, danke. Was ist denn mit den Tieren? Was ist denn mit den Tieren? Sie haben doch selbst gesagt, es kommt keiner. Ja, und Gabi? Ja, gut, Gabi hat Vorrang. Gabi hat Vorrang. Ja. Da können Sie sich ganz problemlos drum kümmern. Ja, kümmere ich mich drum. Was ist denn mit ihm? Sie meinen den kleinen Wikingerfürst? Den mit der harten Schale an dem weichen Kern? Ja, machen Sie sich nur darüber lustig. Pass auf. Finden Sie ein größeres Terrarium und hängen eine Wärmelampe drüber, ja? Komm. Ich mach schon. Pass auf. Ja, ich pass auf. Bitte. So. Sind Sie schon mal mit so einem Auto gefahren? Krieg ich schon hin. Den Tag genau vor 7 Jahren ist Melanie Bittner ums Leben gekommen. Melanie war meine beste Freundin und mein erster Fall. Ist mit 3 Männern auf Bootstour gegangen und am nächsten Tag, da ist sie tot ans Ufer gespült worden. Unfall? Unglücklich über die Reling gestürzt und über Bord gegangen. Tja, das ist das, was die 3 Männer ausgesagt haben.
Oliver Selchow. War einer der... Hab ich's erwischt? Das arme Kaninchen. Nee, das war doch nur ein Ast, oder? Oliver Selchow war einer der drei Männer. Und was hatte diese Melanie auf dem Boot zu suchen? Melanie war damals die Freundin vom Skipper von Jörg Overkott. Selchow, unser Toter von heute Morgen, der ist, also der war Filmproduzent. Und er wollte was von Hoch, irgendwie mehr Einsatz für Filmförderung, irgendwie sowas. Heinz Hoch, der Politiker Heinz Hoch? Genau, der. War auf dem Sprung zum Ministerpräsidenten. Heinz Hoch, hat er nicht Selbstmord gemacht, so vor 4 oder 5 Jahren? 7. Ja, na sicher. Vor 7 Jahren, am 25. Februar, ein Tag nach Melanies Tod. Das heißt also, Melanie und Heinz Hoch sind die beiden, von denen man denkt, dass der wilde Sven sie geholt hat. Genau. Können Sie da vorne rechts halten? Haben Sie? Ich helfe Ihnen. Nee, geht schon. Danke. Das ist Ender. Hat damals die Ermittlung geleitet. Melanie war mein erster und sein letzter Fall. Oliver Selchow ist ermordet worden. Moin, Luna. In seinem Bett ertrunken, ne? Diskretion ist unsere Visitenkarte. Und? Er ist ertränkt worden. Im Süßwasser. Im Süßwasser? Davon gibt's nicht viel in Schwanitz. Warum sind Sie hier? Ich suche die Verbindung von Melanie zu heute. Sie haben doch damals... Bitte? Sie haben doch damals im Mordfall zum Nachteil von Melanie Bittner ermittelt. Es war kein Mord. Sondern sie ist mit dem Kopf gegen die Reling geprallt, nicht? Genau. Sie mochten ihn nicht, Lona. Wie haben Sie gesagt? Er war der... Der was? Nicht der Richtige, aber das ist doch überhaupt nicht von Belang. Es gibt Fälle... In denen kommt man zu keinem Ergebnis. 3 identische Aussagen, eine ertrunkene Frau mit einer Kopfverletzung. Wurde sie durchgeschmust? Wie, was? Hatte sie Sex? Einvernehmlich. Overkott hat das von sich aus eingeräumt. Laut seiner Aussage haben sie ein Kondom benutzt. Und was diesen Politiker angeht, er hat sich im Hotel aufgehängt. Heinz Hoch hat eindeutig Suizid begangen. Das ist aber merkwürdig. Wenn einer so eine große Chance bei einer Wahl hat, dann knüpft er sich nicht einfach auf. Ja, mag er sein. Aber die Eltern von Melanie Bittner hatten ein Alibi. Nämlich all die Leute, die am Tag drauf zum Kondolieren gekommen waren. Also. Danke. Und wenn es kein einvernehmlicher Sex war? Geht das wieder los. Die Sache ist die, Melanie Bittner war in Schwanitz dafür bekannt, dass sie leicht zu haben war. Das ist doch nicht wahr. Ja, das ist sehr wohl wahr. Das haben Sie vielleicht nicht so mitbekommen, als Sie in Eutin waren. Das stimmt doch nicht. Viele wollten was von ihr und waren dann schlecht, auf sie zu sprechen, nachdem Melanie sie hat abblitzen lassen. Das ist die Wahrheit. Sie sind befangen. Sie ist befangen. Und Sie? Was? Sind Sie auch befangen? Nein. Sie hat sie auch abgewiesen. Wie kommen Sie darauf? Ihr Urteil stand in dem Moment fest, als Sie von den Todesumständen erfahren haben. Melanie Bittner ganz alleine mit 3 Männern auf einem Boot. Das ist Unsinn. Der Tod von Melanie Bittner war ein Unfall. Die Sache ist ausermittelt. Wenn Sie den Mörder von Oliver Selchow finden wollen, dann müssen Sie in der Gegenwart anfangen. Vogt? Puttkammer von der KTU Lübeck. Frau Vogt, ich wollte Ihnen die Obduktionsergebnisse durchgeben. Selchow ist in den frühen Morgenstunden ertränkt worden. Die Proben aus dem Magen legen nahe, dass es nach einem Frühstück passiert ist. Und Spuren von Gewalteinwirkung? Man hat ihn offensichtlich am Nacken gepackt und ihn stark nach unten gepresst. Und vorne an der Brust hat er den Abdruck eines Halbrunds. Das ist alles? Wir haben ein Haar auf seiner Kleidung sicherstellen können, das definitiv nicht von Herrn Selchow stammt. Datenbank. Bitte?
Gleichen Sie das bitte mit der Datenbank ab. Wenn wir Glück haben, dann ist der Täter schon mal erkennungsdienstlich behandelt worden. Mach ich. Danke. Sie das eben? Ich. Und genau hier braucht es vier Mann, um die große Wikingerhäuptling in die Knie zu zwingen. So stark war die wilde Sven. Ne? So, komm weiter. Das ist unsere Gaststube. Hier war die wilde Sven immer saufen. Guck mal da, siehst du die Baum? Das ist die wilde Sven-Baum. Hallo. Ah, moin Luna. Der Selcho ist tot. Und wie? Ermordet. Von wem? Weiß ich nicht. Deswegen bist du gekommen. Der Weg war umsonst. Wenn ich Selcho hätte umbringen wollen, dann hätte ich das vor 7 Jahren gemacht. Wirklich kurz davor. Wo warst du heute Morgen? Bei Melanie. Tee? Ein Tee? Nee. Früher habt ihr immer einen mit Schuss bekommen bei so einem Wetter. Dann habt ihr gegackert wie die Hühner. Naja. Irgendwann bist du ja dann weg. Warst die Ältere von euch beiden, die Vernünftige. Ich bin nach Eutin. Polizeiausbildung. Kennen Sie Luna schon länger? Nee, ich bin nur zufällig mit. Beachten Sie mich einfach gar nicht. Denken Sie einfach, ich bin ein sprechender Schrank. Nein, das ist eher ein Bild. Das brauchte ich mal bei der Opferbetreuung für ein Gewaltopfer. Und dieser sprechende Schrank ist eher wie so eine visuelle These. Ich war übrigens heute Morgen bei deinem Vater. Ach echt? Ja, ich verdiene mir ein bisschen was dazu in der Residenz. Ich mach das gern. Und geht's ihm gut? Ja, ist ganz gut beieinander. Wartet auf ein interessantes Angebot. Für was? Dachte, du weißt Bescheid. Worüber? Er will das Haus verkaufen. Nee. Vielleicht überlegt er sich's noch anders. Ist er in meinem Saal? Mhm. Ja. Moin. Moin, Luna. Moin. Moin. Hast du mal eine Minute? Oliver Selchow ist tot. Ermordet. Und ich dachte, es wird ein trauriger Tag. Wo warst du heute Morgen? Hier. Und zwar allein. Claudia war am Grab von Melanie. Also ich habe kein Alibi, falls du das meinst. Das meinte ich. Musste ich das fragen. Keiner hat diese drei Schweine zur Rechenschaft gezogen. Ich hätte ihn umbringen sollen, wenn ich nicht so feige wäre. Na, ein Glück, dass Sie so feige sind, weil sonst säßen Sie jetzt im Gefängnis. Aber ich würde mich besser fühlen. Ganz bestimmt. Du weißt doch, man hat uns gesagt, wir können keine Kinder bekommen. Und dann kam Melanie. Alles hat sich um sie gedreht, natürlich. Und jetzt? Das ist natürlich zu viel. Claudia und ich, wir haben unsere Ehe an zweite Stelle gestellt. Und als es Melanie nicht mehr gab, da waren wir auch fast weg. Ich denke auch oft an sie. Ja, ich weiß. Moin! Lüdl und Lüdl? Ist noch zu. Wie, kein Lüdl und Lüdl? Zu!
Nebel über Meer? Nebelbänke bei Wind. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. Wir rufen dann zurück. Overcott ist nach Schweden unterwegs, kommt erst morgen früh zurück. Selchow wird ermordet und Overcott segelt nach Schweden. Ja, aber warum sollte er Selchow umbringen? Das macht keinen Sinn. Er, Selchow und Hoch, die haben damals identische Aussagen zu Protokoll gegeben. Na, die Frage ist doch, warum jetzt? Warum nach 7 Jahren? Immer noch vorausgesetzt, der Mord von heute steht im Zusammenhang mit Melanies Tod. Da vorne ist eine Bank, könnten Sie da mal halten? Die Kontoauszüge. Ich bräuchte die Kontoauszüge von Selchow und Overcott von vor 7 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich dir die Kontoauszüge so einfach zeigen darf. Ja, ja, Gefahrenverzug, Sie dürfen. Die muss ich vom Haupthaus bestellen. Wenn du Glück hast, sind sie morgen früh da. Morgen? Könnten wir die Sache vielleicht etwas beschleunigen? Könnten wir die Sache vielleicht etwas beschleunigen? Vielleicht. Bedauere. Gut, morgen. Moin. Na, moin. Na, Dirk. Wie geht's Ihrer? Herr Puttkammer? Also das Haar, das wir an der Leiche von Herrn Selchow gefunden haben, stammt von keiner erkennungsdienstlich in Erscheinung getretenen Person. Das heißt, wir können dieses Haar nicht seinem Besitzer zuordnen. Eine Grünleger? Ja. Ja? Mhm. Das ist schön. Wir haben jetzt noch Hautabschürfung unter den Fingernägeln von Herrn Selchow sichergestellt. Sieht so aus, als hätte er sich zur Wehr gesetzt. Die DNA der Hautpartikel ist mit dem Haar identisch. Wie für mich? Ja. Erinnern Sie sich noch an den Fall von Melanie Bittner vor 7 Jahren? Ja, grob. Wieso? Da gibt's noch Spuren in der Asservatenkammer, unter anderem auch die DNA von Melanie Bittner. Können Sie das bitte mit dem genetischen Code des Haares von Selchows Leiche abgleichen? Mach ich. Bis dann. Danke. Für mich? Sie mögen Overcott nicht? Meiner Meinung nach ein absolut windiger Typ, der Melanie nur ausgenutzt hat. Naja, für sie war es der Traummann. 6 Wochen nach ihrem Tod hatte der Traummann eine neue. Ja, Männer sind so, die haben gerne mal ein zweites Leben. Wohin soll ich sie jetzt bringen? Dienstschluss. Zu meinem Vater, das wäre nett. Jetzt ist nur noch einer übrig. Vielen Dank nochmal. Ja, sehr gern. Hat dir auch Spaß gemacht. Sie können den Wagen ruhig bis morgen behalten. Ich komme schon nach Hause. Müsste mir ja noch bekannt vorkommen. Tschüss. Bisschen lecker Klee probieren? Bisschen lecker Klee? Nee. Nee, keine. Soll ich dir helfen? Hm? Ist doch lecker. Ein bisschen Klee. Hm. Hallo. Hey. Ich habe mich mit der Wasserprobe beschäftigt. Hm? Die stammt doch aus der Lunge von Herrn Selchow, oder? Ja. Ja, das ist merkwürdig. Wieso? Na, weil da sind Spuren von Rosenpollen drin. Jetzt im Winter? Ja, das könnte Rosa Abietina sein. Ja, gut, ich bin jetzt kein Botaniker, aber... Ja, ich auch nicht. Das ist Zunstrose. Gibt's denn hier irgendwie einen Teich?
Oder ein See mit Rosengehölzen am Ufer oder so? Nee. Aber. Nee, aber was? Hm? Das wollen Sie eh nicht wissen. Ach, hat das wieder was mit dem wilden Sven zu tun? Schießen Sie los. Damals haben die Priester das Grab vom wilden Sven mit geweihtem Rosenwasser begossen. Gegen den Fluch. Ha, so, so. Sie glauben da nicht dran, oder? Nein. An was glauben Sie denn? Ich glaube an das Wissen. Hm? Okay, gut. Vielen Dank für die Info mit den Rosen. Jo. Mensch, Gabi. Was ist denn mit dir los? Der wilde Sven hat mir das Licht geraubt. Was wird er wohl als nächstes machen? Den Rollstuhl nicht mehr? Nein. Was ist mit deinem Fuß? Umgeknickt. Papa. Heute ist weder Mittwoch noch Sonntag. Bist du wirklich sicher, dass du hier bleiben willst? Mir geht's gut hier. Ich hab das Meer. Ich hab alles, was ich brauche. Bis 60. Das hat doch noch ewig Zeit. Ich hab's mit den Hüften. Und ich bin müde, meine Kleine, sehr müde. Ich werde wieder verreisen. Wie soll das denn gehen? Gut, ich könnte frei nehmen. Ich reise alleine. Es geht um einen guten alten Kunden, der großen Wert auf die persönliche Komponente legt. Es gibt einen Haufen Geld, Luna. Danach können wir Kanada unsicher machen. Ja. Bist du dir wirklich sicher, dass du das Haus verkaufen willst? Ja. Hast du ihn schon? Darf nicht sagen. Moin. 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 Wie geht's den Vatern? Ja, gut, muss ja. Wird die Konto auszügen? Diese Auszahlung von 100.000 Euro am 26.02. vor 7 Jahren, die hat dann Selchow bar hier abgeholt, ist das so zu verstehen? Was? Die hat er dann bar hier abgeholt? Ja. Ja? Oberkott hat kein Geld abgehoben. Nee? Können wir die mitnehmen? Ja, ja. Gut, danke. Bitte noch unterschreiben. Danke. Danke. Moin. Dr. Ginger? Ja, Vogt hier, Polizeiposten Schwanitz. Ich hatte schon mal angerufen. Ja? Ja. Exakt. Ja, wir würden da noch mal vorbeikommen. Danke. Tschüss.
Schlüssel für Fach 47 hätte ich gerne. Ich komme sofort. Ja, danke. Sie hatten recht. Selchow ist erpresst worden, so wie Hoch vermutlich auch. Der Erpresser wollte Geld. Ein Heinz-Hoch-Suizid, das muss für den Erpresser eine richtige Enttäuschung gewesen sein. Ja, im Grunde war ja auch sein Traum vom Ministerpräsidenten damit hin, für den Rest seines Lebens. Nur eine Sache, die passt nicht. Das Ganze ist jetzt 7 Jahre her und Koch genau heute hoch. Warum? Der wilde Sven? Ja, vielleicht. Ich dachte, Sie glauben nicht dran. Tue ich auch nicht. Aber ich bin ja trotzdem mit ihm groß geworden. Ja, zweifarbige Socken und so, ne? Meine Schwanitzer. Okay, wollen wir? Ja. Dr. Ginger? Sie müssen Frau Vogt sein. Ja. Moin. Moin. Dr. Jacobs aus Schwanitz. Er hat die Leichenschau durchgeführt. Aha. Herr Selche war mein Patient und jetzt höre ich, er ist in seinem Bett ertrunken. Sie haben heute geschlossen? Ja, die Praxis ist für 2 Tage zu. Ich mache hier nur so. Sie haben Urlaub? Nein. Will das Sven. Ja, Kollege, lachen Sie nur. Als ich damals hier ankam, habe ich das auch getan. Da habe ich noch in Schwanitz gewohnt und hier meine Praxis gehabt. Oh ja, Wikingerfluch. Oha, da müssen wir ja alle schwer aufpassen. In 7 Jahresschüben habe ich meine Frau verloren, dann mein Haus und dann an der Börse viel Geld. Ja, aber aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, natürlich. Rein naturwissenschaftlich ist es völliger Humbug, absoluter Blödsinn, aber es passiert eben immer alles genau dann. Die statistische Häufung an diesen beiden Februartagen ist augenscheinlich, oder besser gesagt, signifikant. Ja gut, vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders, aber im Moment... Ja, genau diese herablassende Haltung hatte ich auch damals. Dr. Jacobs ist neu hier in Schwanitz. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich habe doch überhaupt gar nicht... Ja, das denken Sie. Aber in Wirklichkeit haben Sie. Weil Sie sich überlegen fühlen. Sie wollen mir nicht sagen, was ich für ein Spinner bin. Dazu sind Sie zu höflich, aber das dürfen Sie sich ruhig trauen. Ich werde Sie nicht nachtragen, wenn Sie mir auf den Kopf zusagen, dass ich spinne. Nein, das würde mir niemals einfallen. Merkt doch, dass Sie es denken. Dr. Ginger, ich bin wegen Herrn Selchow. Ja, natürlich, aber entschuldigen Sie, ich kann so nicht mit Ihnen sprechen. Ich glaube, das steht zwischen mir und Herrn Jacobs. Aber ich halte Sie für keinen Spinner. Lassen Sie es raus. Sie werden sich besser fühlen, wenn Sie es sagen. Sie werden sehen. Ihr habt doch aber gar kein Bedürfnis danach. Unterdrücken Sie es nicht. Das tue ich auch gar nicht. Doch. Nein! Doch. Die Spinner. Und? Ist besser jetzt? Ja. Erstaunlich. Ich wollte zuerst gar nicht glauben. Nicht wahr? Ja? Man fühlt sich leichter. Ja. Ich muss Ihnen danken. Nicht nötig. Bringen Sie bei Gelegenheit einfach mal einen guten Wein vorbei. Ja. Nichts lieber als das. Ja. Entschuldigung, ich würde da gerne noch mal was fragen wegen dem Herrn Selchow. Also, Herr Selchow, ja. Ja, Herr Selchow war vollkommen verkrebst. Nee. Lungenkrebs, miese Sache. Das Ding fängt an zu streuen. Wenn er Glück hat, ist der linke Lungenflügel noch nicht betroffen. OP steht für Freitag an. Der Mann hat also genau Zeit, seine Tasche zu packen, sein Testament zu machen und sich ins Klinikum nach Lübeck zu begeben. Er wollte aber lieber beichten. Bei Pastor Schlagmann? Ich war gestern bei Schlagmann. Er hat gar nichts von Selchows Besuch erzählt. Wie standen denn seine Chancen? Das, ich könnte jetzt fachsimpeln, Herr Kollege, aber ich möchte Frau Vogt nicht aus dem Gespräch ausschließen, daher 50-50. Herr Selchow wollte vor dem OP-Termin in seinem Leben aufräumen, so hat er das genannt. Das ist für Patienten in seiner Situation nicht ungewöhnlich, falls die Operation nicht gut ausgeht.
Ja, eins noch, Herr Kollege. Das mit dem Spinner. Das merke ich mir. Entsichern. Dadurch wird Melanie auch nicht wieder lebendig. Aber ich werde zum ersten Mal wieder gut schlafen. Haben eigentlich alle Leute im Dorf so über Melanie gedacht? Ja, sie haben ja meinen Vorgänger gehört. Eine Frau, die Spaß am Sex hat, muss sich nicht wundern, wenn sie missbraucht wird. Ja, so denken viele Männer. Ja. Eine Frau, drei Männer und jeder denkt sofort an Sex. Ja, gut, ist ja auch natürlich. Finden Sie? Ja. Das ist alles hier im Kopf. Das läuft als evolutionäres Programm bei uns ab. Bei Ihnen auch. Kommen Sie, Sie haben sich das bestimmt auch schon mal vorgestellt. Wie das wäre mit Frau Christiansen oder mit mir. Aber das würde ja bedeuten, dass es bei Ihnen auch schon mal abgelaufen ist, dieses Programm. Ja. Aber das wird natürlich nie passieren in Wirklichkeit. Das ist ja ein unbewusster Mechanismus. Ja, genau, ja. Der keinerlei Bezug zur Realität hat. Natürlich nicht. Ja, bestimmt nicht. Mir ist meine Ruhe wichtig. Die ist mir auch sehr wichtig. Sehr sogar. Mir auch sehr. Wollen wir? Was? Fahren? Sicher, ja. Moin. 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 Können wir kurz stören? Ja, guck mal, das kommt aufs Schiff. Oliver Selchow war gestern bei Ihnen? Ja. Was wollte er? Eine Beichte ablegen. Beichte? In einer evangelischen Kirche? Er nannte es so. Im Grunde genommen war das ein seelsorgerisches Gespräch. Wie bei der katholischen Beichte. Oliver Selchow ist tot. Ermordet. Ist ja unfassbar. Ja. Der wilde Sven war's nicht. Kein Mörder? Ja. Es gibt eine andere Welt um uns herum. Mit Engeln, Toten und Geistern. Der wilde Sven ist ein Toter, der keine Ruhe gibt. Ich glaube ja, dass der Mord im Zusammenhang mit Melanies Tod steht. Was ist das 7 Jahre her? Ja, aber nicht für einen, der seinen kleinen privaten Rachefeldzug dem wilden Sven unterjubeln möchte. Ich glaube, dass Jörg Overkott das dritte und letzte Opfer dieser Bootsfahrt werden könnte. Das muss aber unter uns bleiben. Ja, natürlich, wenn ich dir helfen kann. Ja, das könnten Sie, wenn Sie uns sagen würden, was Oliver Selchow Ihnen gestern gebeichtet hat. Sie sind doch Tierarzt, nicht wahr? Mhm. Komm.
Oliver Selchow hat nichts gesagt. Ach. Gut. Ich könnte mir vorstellen, dass Overcott Melanie damals geschlagen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Streit gab zwischen Melanie und Overcott. Overcott ist vielleicht die Hand ausgerutscht. Melanie ist unglücklich gestürzt. Ja, und die drei haben geglaubt, sie sei tot. Und um den Vorfall zu vertuschen, haben sie sie über Bord geworfen. Aber sie war nicht tot. Man hat Wasser in ihre Lunge gefunden. Als die drei sie über Bord geworfen haben, da hat sie doch gelebt. Sie könnte heute noch am Leben sein. Ja, das stimmt wohl. Das ist die Last, um die sich Oliver Selchow erleichtern wollte. Er hat Melanie nicht geschlagen, aber er hat geholfen, sie ins Meer zu werfen. Er hat sich an ihrem Tod mitschuldig gefühlt. Das war er ja auch. Genau wie Hoch und Overcott. Warum hat Overcott Melanie geschlagen? Das weiß ich nicht, Luna. Das ist alles. Nachdem Selchow mit mir geredet hat, war er erleichtert, fast fröhlich. Ich habe eine Bitte, die können Sie natürlich auch ablehnen, aber ich muss Overcott für den Zeitraum, wo wir dem Mörder eine Falle stellen, irgendwo unterbringen, wo er absolut sicher ist. Bei mir, meinst du? Ist das ein Problem? Ein Mörder im Hause des Herrn. In dubio pro reo? Gut. Ein Vorfahre von mir war hier in Schwanitz einer der tapfersten, der gekämpft hat gegen die Wikinger. Auf die andere Seite, Tapferkeit liegt bei den Oesker in die Gene. Du verstehst? So, gehen wir weiter. Noch eine Sache, ne? Hier in diesem Ort, ne? Jede zweite Frau hat knickknack flach gelegt, verstehst du? Ja, komm, ich zeig euch. Ne? Ja, das ist... Sie humpeln ja gar nicht mehr. Doch. Okay, ich setze sie am Hafen halt. Ja, Svenny. Was ist denn da? Ach so, du hast sie. Nimm mal lieber das hier. Ich bin am 26. Februar auf Durchreise und ein bisschen einsam. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich in Hamburg bei der Kripo war? Polizeiarbeit. Verraten Sie mir, warum Sie den Dienstag quittiert haben? Nein. Ja, ich wollte irgendwas mit Tieren, so. Tieren. Herr Puttkammer? Wir haben die DNA der beiden Haare überprüft. Das von Melanie Bittner mit dem, was wir bei Herrn Selchow sichergestellt haben. Okay. Die Haare haben eine Übereinstimmung von 99,85%. Danke. Die DNA stimmt zu fast 100% überein. Es war Melanies Vater. Glauben Sie wirklich, Bittner wird sich heute Overcott holen? Ja. Overcott war derjenige, der Melanie geschlagen hat. Vermutlich schuld war an ihrem Tod. Und er die anderen beiden erpresst hat. Und jetzt darf ich ihn auch noch schützen. Ich mache ihn den Köder. Das kann aber ziemlich gefährlich werden. Ja, aber ich kann auch ziemlich gut auf mich aufpassen.
Ich bin froh, dass Sie da sind. Melden Sie sich, wenn Overcott hier auftaucht? Ja. Okay. Später. Hey, hopp. Sehr gut. Hallo. Ja. Lona! Du sag mal, ich wollte mich ja eigentlich mit Herrn Jakobs treffen, aber ich habe da eine Karte an ihm gefunden. Ich habe da zufällig was gelesen. Zufällig? Ja. Da will sich eine Sandy mit ihm treffen. Der Mann? Wahrscheinlich. Und der Ort, wo sie sich mit ihm treffen will. Den gibt's nur in Baden-Württemberg. Ja, und? Er sagt doch mal, dass er aus Hamburg kommt. Ja, der kann doch mal in Baden-Württemberg gewesen sein. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie kann mich auch irren, aber das klang so, als hätte er da mal gelebt. Hm. Kannst du ja mal checken. Was passiert? Nee, geht nicht. Die lag in der Praxis. Muss runtergefallen sein. Mhm. Ja, ich hab die gerade aufgehoben, als sie reingekommen sind. Und dann hätte das ja so aussehen können, als würde ich ihre private Post lesen. Und dann habe ich sie hinterm Rücken versteckt und ja, dann habe ich's vergessen. Kurz. Danke. Es ist kalt heute, ne? Da ist man ja froh, wenn man zu Hause sitzt und einen niemand behelligt. Stimmt, ja. Ja, dann geh ich mal. Frau Christiansen, Sie haben mir gerade einen Tee gemacht. Haben Sie vielleicht Lust mit... Fali, komm. Sehr gute Stube. Darf ich mich hin? Ja. Herr Jakobs, wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Mhm. Ich danke. Ich frage mich irgendwie schon eine Weile, kann es eventuell sein, dass Sie mich nicht mögen? Eventuell. Nein, es tut mir leid. Ich mag Menschen allgemein nicht. Das hat mit Ihnen persönlich überhaupt nichts zu tun. Sie mögen keine Menschen. Die meisten nicht. Na, Herr Probmann. Moin. Ich nehme an, ich störe nicht. Herr Jakobs, wenn Sie Ihren Nachsendeantrag verlängern wollen, dann müssen Sie da unterschreiben. Sonst gibt es ab morgen keine Post mehr aus, da, wo Sie herkommen. Hamburg. Nein, ich will gar keine Post mehr aus Hamburg. Jo.
Wofür hast du die gebraucht? Hallo, Luna. Die habe ich schon längst vergessen. Willst du mich verhören? Das sind Reisepässe für Reisen nach Zentralafrika im Auftrag der Firma. Weißt du, Deutsche sind nicht in jedem Land gut angesehen. Manchmal haben die uns sogar bewaffnet. Du sprichst jetzt von dem Revolver, der bei den Pässen lag. Den hast du auch gefunden? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du unter fremden Namen reisen musstest? Ach, was denkst du? Dass dein alter Herr kein stinknormaler Handelsreisender für Sprinklertechnik war, sondern Geheimagent? Hm? James Bond aus Schwanitz? Was denkst du wohl? So ein Quatsch. Er ist da. Ja. Luna. Oh, Wackert. Selchow ist ermordet worden. Selchow ist ermordet worden? Und derjenige, der ihn ermordet hat, wird es vermutlich heute Abend bei dir versuchen. Ich nehme dich jetzt in Schutzhaft. Du bleibst heute Nacht bei Pastor Schlagmann, da bist du in Sicherheit. Hauke Jacobs wird deine Rolle in deinem Haus übernehmen. Wir rechnen damit, dass er es heute Nacht da versuchen wird. Selchow ist ermordet worden? Und vorher hat er noch ein Geständnis abgelegt. Du händigst mir jetzt sofort alles aus, womit du Selchow und Hoch damals erpresst hast. Was denn? Du gehst so oder so ins Gefängnis. Das Einzige, was du jetzt noch beeinflussen kannst, das ist die Dauer, kurz oder lang. Womit hast du ihn erpresst? Ich habe ihn nicht... Womit hast du ihn erpresst? Ich habe ihn nicht erpresst. Ich schieß dir in den Kopf, Jakob, Gott, ich schwör's. Oder willst du mir erzählen, was Polizisten dürfen oder was nicht? Ich sag's dir. Es war Notwehr und es wird niemanden geben, der dann noch was anderes sagen kann. Nur mich. Ich tu's für meinen Seelenfrieden, ich schwör's. Womit hast du ihn erpresst? Gut, ich hol den Film. Ach, Sie? Ja, Frau Vogt hat gesagt, ich soll hierher kommen. Ja, gut. Komme! So, wir können. Luna, ich weiß es sehr zu schätzen, was du da tust. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es reicht, wenn er in ihr Haus einsteigt, dann haben wir ihn dran. Jacke, Schlüssel. Und Sie bleiben so lange hier, bis Sie wieder abholen. Und was ist, wenn der ihn umbringen will, hierher kommt? Warum sollte er? Ich weiß es nicht. Notruf. Sie können ja einen Notruf wählen. Ja. So, weiter. Bei uns in Schwanitz, wir haben die Häuser extra so eng gebaut, damit die wilde Sven nicht durchkommt. Ne? So, und da haben wir schon unsere Hafen. Wunderbar. Ne? Komm, alle weiter. Hauke? Robert? Wir dachten, du bist im Rollstuhl seitdem. Ja, das war auch... Jetzt ist auch alles wieder gut. Die haben...
auf, du musst mir versprechen, dass du niemandem von mir erzählst. Ja. Was ist los? Bist du noch bei der Kripo? Das Team wurde aufgelöst. Überhin versetzt. Für mich ging es nach Flensburg. Was machst du hier, Hauke? Ich warte auf den Prozess. Du bist der Kronzeuge? Du hast ihn gesehen? Versprech mir, dass wir uns nicht begegnet sind. Tust du das? Ja. Bin froh, dass du wieder laufen kannst. Jetzt ist uns niemand gefolgt. Meinen Sie, Björn Bittner kommt? Ja, sicher. Das ist sehr beruhigend, so ein Leben als Zielscheibe. Was ist eigentlich deinem Kutter? Meine Halleluja? Ist sie wieder fit? Ja, ich habe den Motor wieder hingekriegt. Wie viel PS? 156. Hochsichtig? Nein. Dann nehmen wir besser meins. Der Vorbesitzer von Gabi. Was war denn das für einer? Der Harms. Ja, Bauer halt, ne? Hat gut Acht gegeben auf seine Tiere. Seine Tochter gefördert. Reiten, Ballett, Klavierunterricht. Klavier? Hat ihr extra einen kleinen Flügel gekauft. Damit hat sie den ganzen Hof beschallt. Wollen Sie wissen, warum ich Polizistin geworden bin? Weil ich es hasse, wenn starke Schwächere rumschubsen. Das ist alles? Ich finde das eine ganze Menge. Ja? Ja, stimmt, stimmt. Das Gewaltopfer, der sprechende Schrank, das waren Sie.
Zu dem Zeitpunkt war sie noch am Leben. Ich kann Bittner verstehen. Bittner wird nicht kommen. Wieso nicht? Durch was ist die ganze Sache ins Rollen gekommen? Durch Oliver Selchow. Oliver Selchow. Oliver Selchow kriegt eine Krebsdiagnose und will in seinem Leben aufräumen. Frau Christiansen hat in dem Wasser in der Lunge von Selchow Rosenpollen entdeckt. Rosenpollen? Im Winter? Was hat Selchow als letztes gemacht? Gebeichtet? Bei Pastor Schlagmann? Pastor Schlagmann? Jetzt geben Sie Gas. Halt! 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 Na bitte, geht doch. Halbrund. Süßwasser. Deswegen auch die Rosenpollen. Wo ist denn Obergott hin? Er ist gleich im Jenseits. Melanie ist Pastor Schlagmanns Tochter? Und Oliver Selchow hat ihm alles gebeichtet und damit hatte Schlagmann Gewissheit. Dann hat er Selchow hier im Taufbecken ertränkt und nur ist er hinter Obergott her. Und er hat es verdient. Bitte lehnen Sie mich. Er hat es verdient. Er erhält jetzt seine gerechte Strafe. Er hat nicht nur ein Leben zerstört, sondern noch drei weitere. Jetzt ist er dran. Ich gehe jetzt auf Sie zu. Gehen Sie weg, bitte. Weiß jemand davon? Ich liebe meinen Mann. Wusste Pastor Schlagmann, dass er Melanies Vater ist? Ja. Für ihn war Melanie ein Gottesgeschenk. Er durfte offiziell nicht Vater sein, aber er war es trotzdem. Er hat sie immer begleitet. Er war immer da, immer in ihrer Nähe. Er hat nichts zu verlieren. Wo sind die beiden jetzt? Er wollte ihn aufs Meer mitnehmen und ich sollte ihm helfen, aber er war schon weg. Das wird doch nichts. Überlegen Sie doch mal. Alle skandinavischen Länder haben ein Auslieferungsabkommen mit der Bundesrepublik. Da können Sie an irgendeinem Fjord festmachen und werden dann nach Deutschland überführt. Lassen Sie mal schön meine Sorge sein. Polizeipost Wader aus Travemünde hört. Ja, Vogt hier, Polizeiposten Schwanitz. Wir haben einen Flüchtling hier. Der ist mit dem Boot unterwegs, der Diva. Gefahrenverzug. In welche Richtung ist die Diva gelaufen? Die ist vermutlich nach Schweden unterwegs. Verstanden. Mit Melanie? Interessiert Sie wohl, Herr Pastor? Ja, das interessiert mich. Melanie war ein Geschoss. Tun Sie nicht so, als wenn Sie nicht wissen, wovon ich spreche. Gucken Sie die Mädchen im Sommer nicht nach? Mit ihren Blusen und weißen Röckchen? Sie sind zwar Pastor, aber in erster Linie sind Sie doch ein Mann. Sie war kein Geschoss. Es hat nur eine Nacht gedauert. Da waren Hoch und Selchow ihr hörig. Oha, Herr Pastor, Gewalt, hä?
Wer hatte den Plan? Sind Sie irre? Ich interessiere mich für Anatomie. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihnen jetzt 7 von 212 Knochen gebrochen habe. An mir und dem Hammer wird es nicht scheitern. Also? Also, Melanies Idee. Niemals! Oh Mann, das war mein Gelenk. Präteritum, mein Lieber. Komm her! Da sind sie. Da. Hören Sie da auf damit. Schlagmann. Wir wollten eine Weltumsegelung machen und hatten kein Geld. Und das war nicht Melanies Idee. Nein. Nein, es war meine. Und warum haben Sie sie geschlagen? Sie wollte die Nummer nicht mehr länger durchziehen. Weil sie Mitleid mit den Typen hatte. Hör vor. Mach doch keinen Scheiß! Ah. Nein! Nein! Oh. Loslassen! Ah. Ja, das mache ich doch gleich! Sag mal, hören Sie auf mit dem Blödsinn! Waffe fallen lassen! Waffe fallen lassen! Oh! Sind Sie in Ordnung? Luna. Feierabend. Oh Gott. Haben Sie Schmerzen? Nur beim Lachen. Luna! Ich kann nicht mehr! Hilfe! Fugtier, Polizeiposten Schwanitz. Ich brauche dringend Verstärkung. Ich habe einen Schwerverletzten. Wie ist Ihre Position? Das ist circa 4 Meilen nordöstlich vor Schwanitz. Da sind Sie dichter an Schwanitz dran. Besser, Sie fahren sofort hin. Okay, danke. Oh. Welches ist das schnellere Schiff? Mainz. Mainz. Schicken Sie den Rettungswagen zum Hafen. Ja, genau, danke. Kann ich irgendwas tun? Nee, ich krieg die Blutung nicht gestellt. Fahren Sie einfach weiter. Jetzt nicht einschlafen. Herr Jacobs, jetzt nicht einschlafen. Das ist eine innere Blutung. Die kann nur durch Druck verringert werden. Oh. Scheiße. Das ist mit dem Kompass fahren. Immer nach Süden. Der Kompass ist zerschossen. Der Nebel ist so dicht, man sieht nichts mehr. Thank you.
Hallo. Mit dieser Feuerkugel hat die wilde Sven die ganze Ostsee abgefackelt. Ja, der war gefährlich, dieser Mann. Alle hatten Angst. Der hat sein Unwesen getrieben auf die ganzen Meere, überall. Und die Einzigen, die keine Angst hatten und den Mumm, sich dagegen Mehmet. Zu stellen, das waren die Schwanitzer. Mehmet. Hey, Mehmet, komm, ich brauch dich. Nimm die Dinger mit, komm. Okay. Komm gleich wieder, okay? Sehen Sie das? Olli, siehst du ihn? Olli, siehst du ihn? Muss er erst an mir vorbei. Okay, los, ja? Mehmet, du musst es schneller machen. So tot in der Wilde Sven. Das sind Feuerkreise. Das ist Jule. Das Problem war das. Ist Jule. Streichen hier. Alles mal wieder. Da kommen sie! Wo? Da! Mach weiter! Jule! Ja! Wir haben es geschafft! Oh nein, Olli, das geht nicht. Du musst hier bleiben. Komm her, der bleibt bei mir. Komm her, du. Frau Christiansen, wenn Bauer Beckmann kommt, dann soll er Gabi noch eine Frist geben, bitte, ja? Der will es, Sven. Nur zwei weibliche Nachkommen können den Fluch brechen. Vielleicht sind wir ja verwandt. Mitternacht. Diesmal hat der Wilde Sven reingeholt.
Jakobs. Wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Mhm. Ich danke. Ich frage mich irgendwie schon eine Weile, kann es eventuell sein, dass Sie mich nicht mögen? Eventuell. Nein, es tut mir leid. Ich mag Menschen allgemein nicht. Das hat mit Ihnen persönlich überhaupt nichts zu tun. Sie mögen keine Menschen. Die meisten nicht. Na, Herr Probmann. Moin. Ich nehme an, ich störe nicht. Herr Jakobs, wenn Sie Ihren Nachsendantrag verlängern wollen, dann müssen Sie da unterschreiben. Sonst gibt es ab morgen keine Post mehr aus, da, wo Sie herkommen. Hamburg. Nein, ich will gar keine Post mehr aus Hamburg. Jo. Ginger, ich bin wegen Herrn Selch. Ja, natürlich, aber entschuldigen Sie, ich kann so nicht mit Ihnen sprechen. Ich glaube, das steht zwischen mir und Herrn Jakobs. Aber ich halte Sie für keinen Spinner. Lassen Sie es raus. Sie werden sich besser fühlen, wenn Sie es sagen. Sie werden sehen. Ihr habt aber gar kein Bedürfnis danach. Unterdrücken Sie es nicht. Das tue ich auch gar nicht. Doch. Nein. Doch. Die Spinner. Und? Ist besser jetzt? Erstaunlich. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben. Nicht wahr? Ja? Man fühlt sich leichter. Ja, ich muss Ihnen danken. Nicht nötig. Bringen Sie bei Gelegenheit einfach mal einen guten Wein vorbei. Ja, nichts lieber als das, ja. Entschuldigung, ich würde da gerne noch mal was fragen wegen dem Herrn Selchow. Ach so, Herr Selchow, ja. Ja, Herr Selchow war vollkommen verkrebst. Nee. Lungenkrebs, miese Sache. Das Ding fängt an zu streuen. Wenn er Glück hat, ist der linke Lungenflügel noch nicht betroffen. OP steht für Freitag an. Der Mann hat also genau Zeit, seine Tasche zu packen, sein Testament zu machen und sich ins Klinikum nach Lübeck zu begeben. Er wollte aber lieber beichten. Bei Pastor Schlagmann? Ja. Ich war gestern bei Schlagmann. Er hat gar nichts von Selchows Besuch erzählt. Wie standen denn seine Chancen? Das, ich könnte jetzt fachsimpeln, Herr Kollege, aber ich möchte Frau Vogt nicht aus dem Gespräch ausschließen, daher... 50-50. Herr Selchow wollte vor dem OP-Termin in seinem Leben aufräumen, so hat er das genannt. Das ist für Patienten in seiner Situation nicht ungewöhnlich, falls die Operation nicht gut ausgeht. Ja, eins noch, Herr Kollege. Das mit dem Spinner. Das merke ich mir.
Jetzt? Entsichern. Nicht Vater sein, aber er war es trotzdem. Er hat sie immer begleitet. Er war immer da, immer in ihrer Nähe. Er hat nichts zu verlieren. Wo sind die beiden jetzt? Er wollte ihn aufs Meer mitnehmen und ich sollte ihm helfen, aber er war schon weg. Und das wird doch nichts. Überlegen Sie doch mal. Alle skandinavischen Länder haben ein Auslieferungsabkommen mit der Bundesrepublik. Da können Sie an irgendeinem Fjord festmachen und werden dann nach Deutschland überführt. Lassen Sie mal schön meine Sorge sein. Polizeiboot Wader aus Travemünde hört? Ja, Vogt hier, Polizeiboss in Schwanitz. Wir haben einen Flüchtling hier. Der ist mit dem Boot unterwegs, der Diva. Gefahrenverzug. In welche Richtung ist die Diva gelaufen? Die ist vermutlich nach Schweden unterwegs. Verstanden. Interessiert Sie wohl, Herr Pastor? Ja, das interessiert mich. Melanie war ein Geschoss. Tun Sie nicht so, als wenn Sie nicht wissen, wovon ich spreche. Gucken Sie dem Mädchen im Sommer nicht nach? Mit ihren Blusen und weißen Röckchen? Sie sind zwar Pastor, aber in erster Linie sind Sie doch ein Mann. Sie war kein Geschoss. Es hat nur eine Nacht gedauert, da waren Hoch und Sergio ihr hörig. Oha, Herr Pastor, Gewalt, hä? Wer hatte den Plan? Sind Sie irre? Ich interessiere mich für Anatomie. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihnen jetzt 7 von 212 Knochen gebrochen habe. An mir und dem Hammer wird es nicht scheitern. Also? Also, Melanies Idee. Niemals! Oh Mann, das war mein Gelenk. Präteritum, mein Lieber. Komm her! Leben aufräumen, so hat er das genannt. Das ist für Patienten in seiner Situation nicht ungewöhnlich, falls die Operation nicht gut ausgeht. Ja, eins noch, Herr Kollege. Das mit dem Spinner. Das merke ich mir. Jetzt. Entsichern. Dadurch wird Melanie auch nicht wieder lebendig. Aber ich werde zum ersten Mal wieder gut schlafen.
Haben eigentlich alle Leute im Dorf so über Melanie gedacht? Ja, sie haben ja meinen Vorgänger gehört. Eine Frau, die Spaß am Sex hat, muss sich nicht wundern, wenn sie missbraucht wird. Ja. So denken viele Männer. Ja. Eine Frau, drei Männer. Und jeder denkt sofort an Sex. Ja, gut, ist ja auch natürlich. Finden Sie? Ja. Das ist alles hier im Kopf. Das läuft als evolutionäres Programm bei uns ab. Bei Ihnen auch. Kommen Sie, Sie haben sich das bestimmt auch schon mal vorgestellt. Wie das wäre mit Frau Christiansen oder mit mir. Aber das würde ja bedeuten, dass es bei Ihnen auch schon mal abgelaufen ist, dieses Programm. Ja. Aber das wird natürlich nie passieren in Wirklichkeit. Das ist ja ein unbewusster Mechanismus. Ja, genau, ja. Der keinerlei Bezug zur Realität hat. Natürlich nicht. Ja, bestimmt nicht. Mir ist meine Ruhe wichtig. Die ist mir auch sehr wichtig. Danke, man sollte sich einfach ins Bett legen, die Welt vergessen und da Spaß haben. Oh Gott, nein, also ich meine, jeder für sich natürlich. Also, oh Gott, was rede ich denn da? Haben Sie das jetzt irgendwie in den falschen Hals bekommen? Ich meine, das wäre mir wahnsinnig peinlich, weil ich möchte ja nicht mit Ihnen ins Bett. Was? Doch, nein, ich meine, nein, was ich einfach... Sie sind, also es ist ja jetzt nicht so, dass Sie unattraktiv wären oder so. Also ganz allgemein als Mann, jetzt. Oh Gott, ich wollte einfach Decke über den Kopf ziehen und das Gewitter vorbeiziehen lassen. Das wollte ich sagen. Ja. Welch seltener Gast. Ich suche Melanies Mutter. Also Frau Bittner, war die heute schon hier? Ja, die war schon da und hat Blumen gebracht. Komm mal mit. Komm mal mit in die Kirche, ich zeig dir was. Du wirst staunen, komm. Komm mit. Komm mal mit. Hier. Ha? Die Leute heiraten nicht mehr in der Kirche, sie heiraten draußen. Sie heiraten sogar unter Wasser. Guck mal. Und so noch ein bisschen Lametta dran für die Paare. Ein bisschen Licht. Ja, na, und? Hm? Wie gefällt's dir? Demnächst habe ich ein paar, das will Raketen. Man muss ja mit der Zeit gehen, aber das kriege ich auch noch hin. Hm? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ohne dienstlichen Anlass hier war. Ja, das weiß ich noch. Da wurdest du hier getauft. Da war ich noch Vikar. Was treibt dich her? Der wilde Sven? An den glaube ich nicht. Na, komm, komm. Das war mal anders. Da hast du noch unterschiedliche Socken getragen. Der wilde Sven, ich aber Angst. Ne? Herr Jakob! Herr Jakob, halten Sie auf! Ruhig, gar nicht. Herr Jakob, halten! Frau Christiansen, Vorsicht! Ja, ich komm, das kommt hier von der anderen Seite. Ruhig. Herr Jakob, halten! Gabi! Gabi! Nicht so schnell, Gabi! Machen Sie sich groß! Upsala! Ganz. Was der Kugel? Jetzt kann sich wieder frei bewegen. Nee. Gabi, ich hab mir den Fuß gebrochen. Hier, Polizeiposten Schwanitz. Ich brauche dringend Verstärkung. Ich habe einen Schwerverletzten. Wie ist Ihre Position? Das ist circa 4 Meilen nordöstlich vor Schwanitz. Da sind Sie dichter an Schwanitz dran. Besser, Sie fahren sofort hin. Okay, danke. Oh. Welches ist das schnellere Schiff? Mainz. Mainz. Schicken Sie den Rettungswagen zum Hafen. Ja, genau, danke. Kann ich irgendwas tun? Nee, ich krieg die Blutung nicht gestellt. Fahren Sie einfach weiter. Jetzt nicht einschlafen. Herr Jakobs,
Jetzt nicht einschlafen. Das ist eine innere Blutung. Die kann nur durch Druck verringert werden. Oh. Scheiße. Kompass von. Immer nach Süden. Der Kompass ist zerschossen. Der Nebel ist so dicht, man sieht nichts mehr. Mit dieser Feuerkugel hat die wilde Sven die ganze Ostsee abgefackelt. Ja, der war gefährlich, dieser Mann. Alle hatten Angst. Der hat sein Unwesen getrieben auf die ganzen Meere, überall. Und die Einzigen, die keine Angst hatten und den Mumm, sich dagegen Mehmet. Zu stellen, das waren die Schwanitzer. Mehmet. Hey, Mehmet, komm, ich brauch dich. Nimm die Dinger mit, komm. Okay. Komm gleich wieder, okay? Da! Mach weiter! Jule! Ja! Wir haben es geschafft! Ja! Oh nein, Olli, das geht nicht. Du musst hier bleiben. Komm her, der bleibt bei mir. Komm her, du. Frau Christiansen, wenn Bauer Beckmann kommt, dann soll er Gabi noch eine Frist geben, bitte, ja? Der will es, Sven. Nur zwei weibliche Nachkommen können den Fluch brechen. Vielleicht sind wir ja verwandt. Mitternacht. Diesmal hat der wilde Sven nur eingeholt. Gut.
Waren Sie das eben? Ich. Und genau hier braucht es 4 Mann, um die große Wikingerhäuptling in die Knie zu zwingen. So stark war die wilde Sven. Ne? So, komm weiter. Das ist unsere Gaststube. Hier war die wilde Sven immer saufen. Guck mal da, siehst du die Baum? Das ist die wilde Sven-Baum. Hallo. Ah, moin Luna. Der Selchow ist tot. Und wie? Ermordet. Von wem? Weiß ich nicht. Deswegen bist du gekommen. Der Weg war umsonst. Wenn ich Selchow hätte umbringen wollen, dann hätte ich das vor 7 Jahren gemacht. Ich war wirklich kurz davor. Wo warst du heute Morgen? Bei Melanie. Tee? Ein Tee? Nee. Früher habt ihr immer einen mit Schuss bekommen bei so einem Wetter. Dann habt ihr gegackert wie die Hühner. Naja, irgendwann bist du ja dann weg. Warst die Ältere von euch beiden, die Vernünftige. Naja. Ich bin nach Eutin. Polizeiausbildung. Kennen Sie Luna schon länger? Nee, ich bin nur zufällig mit. Beachten Sie mich einfach gar nicht. Denken Sie einfach, ich bin ein sprechender Schrank. Nein, das ist eher ein Bild. Das brauchte ich mal bei der Opferbetreuung für ein Gewaltopfer. Und dieser sprechende Schrank ist eher wie so eine visuelle These. Ich war übrigens heute Morgen bei deinem Vater. Ach echt? Ja, ich verdiene mir ein bisschen was dazu in der Residenz. Ah. Ich mach das gern. Und geht's ihm gut? Ja, ist ganz gut beieinander. Wartet auf ein interessantes Angebot. Für was? Dachte, du weißt Bescheid. Worüber? Er will das Haus verkaufen. Nee. Vielleicht überlegt er. Ist sie eigentlich bei Bauer Beckmann aufgewachsen? Nee, das ist der neue Besitzer. Die war vorher auf dem Harmshof, aber der ist abgefackelt vor einer Woche oder so. Und dann wurden die Tiere auf die umliegenden Höfe verteilt und Gabi ist den 4. Tag bei Beckmann. So. Komm mal, Lee. Okay. Ach, machen wir so. Passen Sie auf sich auf, ja? Können Sie mir nachher helfen, Gabi mit in den Praxisgarten zu bringen? Ja, natürlich. Sie haben einen gut bei mir. Gib doch. Komm. Sie können angehen, Frau Aslan, danke. Warum ist Dr. Blum eigentlich nie zu erreichen? Reagiert nie auf Ihre Anrufe. Einige sagen schon, er ist eine Erfindung der Krankenkasse. Irgendwelche Auffälligkeiten? Ja, er hat Blutergüsse am Hals und im Schulterbereich. Kann aber durch das Liegen kommen. Blut zirkuliert nicht mehr, staut sich hier. Das ist eine Drucksituation durch sein Körpergewicht. Frau Bleckmann, Herr Töteberg. Ja. Ich bin Frau Bleckmann. Ja, das dachte ich mir. Was war denn das für ein Gurgeln? Er wird Wasser getrunken haben, nehme ich mal an. Könnte ich Sie mal für einen Augenblick ausbocken? Können Sie jeweils ein Bein des Verstorbenen anheben und zwar in Richtung Decke zwirbeln? Ja. 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 Jetzt? Ja. Oh. Der hatte ja Wasser in der Lunge. Ja, der ist ertrunken. In seinem Bett ertrunken. Nee, Herr Töteberg. Das bedeutet nur, dass er nicht hier gestorben sein kann.
Ja, Tatort und Fundort sind nicht identisch. Können Sie uns mal kurz alleine lassen, bitte? Ja. Selbstverständlich. Bevor ich es vergesse, ich möchte, dass alle Details vom Tod von Lenzelcho in diesem Raum bleiben und nicht im ganzen Ort rum erzählt werden. Ha? Natürlich nicht. Gut. Diskretion ist unsere Visitenkarte. Gut. Ja, danke. Ja. Wenn du auf dem kalten Fußboden laufen lässt, das ist eine Testudo Hermanni, die brauchst Mom. Sonst geht die ein. Ach übrigens, Ihre Post von heute habe ich Ihnen in die Praxis gebracht. Ah, weil? Na, falls das passiert. Am Hafen. Oder auf dem Weg dorthin. Heute ist ein Unglückstag. Hat Ihnen das noch keiner gesagt? Nein, man hat mir nur vom wilden Sven erzählt. Und prompt hat er zugeschlagen. Ja gut, aber es kann ja auch ein Zufall gewesen sein. Ganz sicher wissen wir das erst morgen. Es wird hier niemand sterben. In Schwanitz. Morgen. Kein Mann kann den Fluch brechen. Hm? Kein Mann kann den Fluch brechen. Das verstehe ich nicht. Das können nur zwei weibliche Nachkommen. Ja. Ja. Ach, übrigens, Ihr Nachsenderantrag geht zu Ende, Herr Jacobs. Wenn Sie weiterhin Post aus Hamburg haben wollen, dann müssen Die Sie den... Die Dauer meines Nachsenderauftrags und mein voriger Wohnort gehen niemandem etwas an. Hm? Ja, es war ja nur... Gehen niemandem etwas an? Natürlich nicht. Ich okay. dachte ja nur... Nein. Gut. Ist das nicht unser neuer Tierarzt? Ja, er ist aus Hamburg. Ledig, war selbst mal Polizist. Ich würde Sie gerne nach Ihren ersten drei Monaten hier in Schwanitz zu einem zwanglosen Abendessen einladen. Also nur Sie und ich. Vielleicht. Weil, wissen Sie eigentlich, was Schwanitz für einen Riesenschritt mit Ihnen nach vorne macht in Sachen Intelligenz, Humor, Anstand, Tierliebe? Moin, Jule. Moin. Ich mache heute die wilde Sven, wenn du Lust hast zu sehen. Okay. Okay. Bis später. Ey, Doktor. Heute ist die große wilde Sven-Tour. Ab 15 Uhr jede volle Stunde von der Hafen aus. Kommst du, okay? Am 26. Februar auf Durchreise und ein bisschen einsam. Treffen wir uns im Schiff. Was wollte er? Eine Beichte ablegen. Beichte? In einer evangelischen Kirche? Er nannte es so. Im Grunde genommen war das ein seelsorgerisches Gespräch. Wie bei der katholischen Beichte. Oliver Selchow ist tot. Ermordet. Ist ja unfassbar. Ja. Der wilde Sven war's nicht. Kein Mörder? Ja. Es gibt eine andere Welt um uns herum. Mit Engeln, Toten und Geistern. Der wilde Sven ist ein Toter, der keine Ruhe gibt. Ich glaube ja, dass der Mord im Zusammenhang mit Melanies Tod steht. Ist das 7 Jahre her? Ja, aber nicht für einen, der seinen kleinen privaten Rachefeldzug dem wilden Sven unterjubeln möchte. Ich glaube, dass Jörg Overkott das dritte und letzte Opfer dieser Bootsfahrt werden könnte. Das muss aber unter uns bleiben. Ja, natürlich, wenn ich dir helfen kann. Ja, das könnten Sie, wenn Sie uns sagen würden, was Oliver Selchow Ihnen gestern gebeichtet hat. Sie sind doch Tierarzt, nicht wahr? Mhm. Komm. Ja und?
Oliver Selchow hat nichts gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass Overcott Melanie damals geschlagen hat. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Streit gab zwischen Melanie und Overcott. Overcott ist vielleicht die Hand ausgerutscht. Melanie ist unglücklich gestürzt. Ja, und die drei haben geglaubt, sie sei tot. Und um den Vorfall zu vertuschen, haben sie über Bord geworfen. Aber sie war nicht tot. Man hat Wasser in ihre Lunge gefunden. Als die drei sie über Bord geworfen haben, da hat sie doch gelebt. Sie könnte heute noch am Leben sein. Ja, das stimmt wohl. Das ist die Last, um die sich Oliver Selchow erleichtern wollte. Er hat Melanie nicht geschlagen, aber er hat geholfen, sie ins Meer zu werfen. Er hat sich an ihrem Tod mitschuldig gefühlt. Das war er ja auch. Genau wie Hoch und Overcott. Warum hat Overcott mir dann geschlagen? Das weiß ich nicht, Luna. Das ist alles. Ist was passiert? Nee, geht nicht. Die lag in der Praxis. Muss runtergefallen sein. Mhm. Ja, Ich hab die gerade aufgehoben, als sie reingekommen sind. Und dann hätte das ja so aussehen können, als würde ich ihre private Post lesen. Und dann habe ich sie hinterm Rücken versteckt und ja, dann habe ich es vergessen. Kurz. Danke. Es ist kalt heute, ne? Da ist man ja froh, wenn man zu Hause sitzt und einen niemand behelligt. Stimmt, ja. Ja, dann geh ich mal. Frau Christiansen, wir haben mir gerade einen Tee gemacht. Haben Sie vielleicht Lust mit... Pauli, komm. Das ist die gute Stube. Darf ich mich hin? Ja. Herr Jakobs, wir arbeiten ja jetzt schon eine ganze Weile zusammen. Mhm. Ich danke. Ich frage mich irgendwie schon eine Weile, kann es eventuell sein, dass Sie mich nicht mögen? Eventuell. Nein, es tut mir leid. Ich mag Menschen allgemein nicht. Das hat mit Ihnen persönlich überhaupt nichts zu tun. Sie mögen keine Menschen. Die meisten nicht. Na, Herr Probmann. Moin. Ich nehme an, ich störe nicht. Herr Jakobs, wenn Sie Ihren Nachsendantrag verlängern wollen, dann müssen Sie da unterschreiben. Sonst gibt es ab morgen keine Post mehr aus, da, wo Sie herkommen. Hamburg. Nein, ich will gar keine Post mehr aus Hamburg. Jo. Gott. Selchow ist ermordet worden. Selchow ist ermordet worden? Und derjenige, der ihn ermordet hat, wird es vermutlich heute Abend bei dir versuchen. Was? Ich nehme dich jetzt in Schutzhaft. Du bleibst heute Nacht bei Pastor Schlagmann, da bist du in Sicherheit. Hauke Jakobs wird deine Rolle in deinem Haus übernehmen. Wir rechnen damit, dass er es heute Nacht da versuchen wird. Selchow ist ermordet worden?
Und vorher hat er noch ein Geständnis abgelegt. Du händigst mir jetzt sofort alles aus, womit du Selche und Hoch damals erpresst hast. Was denn? Du gehst so oder so ins Gefängnis. Das Einzige, was du jetzt noch beeinflussen kannst, das ist die Dauer, kurz oder lang. Womit hast du ihn erpresst? Ich habe ihn nicht erpresst. Womit hast du ihn erpresst? Ich habe ihn nicht erpresst. Ich schieß dir in den Kopf, Jakova, Gott, ich schwör's. Oder willst du mir erzählen, was Polizisten dürfen oder was nicht? Ich sag's dir. Es war Notwehr und es wird niemanden geben, der dann noch was anderes sagen kann. Nur mich. Ich tu's für meinen Seelenfrieden, ich schwör's. Womit hast du ihn erpresst? Gut, ich hol den Film. Ach, Sie? Ja, Frau Vogt hat gesagt, ich soll hierher kommen. Ja, gut. Komme. So, wir können. Luna, ich weiß es sehr zu schätzen, was du da tust. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es reicht, wenn er in ihr Haus einsteigt, dann haben wir ihn dran. Jacke, Schlüssel. Und Sie bleiben so lange hier, bis Sie wieder abholen. Und was ist, wenn der ihn umbringen will, hierher kommt? Warum sollte er? Weiß es nicht. Notruf. Sie können ja einen Notruf wählen. Weiter. Bei uns in Schwanitz, wir haben die Häuser extra so eng gebaut, damit die Wilde Sven... Jetzt. Für mich ging es nach Flensburg. Was machst du hier, Hauke? Ich warte auf den Prozess. Du bist der Kronzeuge? Du hast ihn gesehen? Versprech mir, dass wir uns nicht begegnet sind. Tust du das? Bin froh, dass du wieder laufen kannst. Und? Bis jetzt ist uns niemand gefolgt. Meinen Sie, Björn Bittner kommt? Ja, sicher. Das ist sehr beruhigend, so ein Leben als Zielscheibe.
Wie geht's eigentlich deinem Kutter? Meine Halleluja? Ja. Ist sie wieder fit? Ja, ich hab den Motor wieder hingekriegt. Wie viel PS? 156. Geben Sie Gas. Halt! 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 Na bitte, geht doch. Halbrund, Süßwasser. Deswegen auch die Rosenpollen. Wo ist dein Obergott hin? Er ist gleich im Jenseits. Melanie ist Pastor Schlagmanns Tochter? Und Oliver Selchow hat ihm alles gebeichtet und damit hatte Schlagmann Gewissheit. Dann hat er Selchow hier im Taufbecken ertränkt und nur sein Oberkott her. Und er hat es verdient. Bitte lehnen Sie mich. Er hat es verdient. Er erhält jetzt seine gerechte Strafe. Er hat nicht nur ein Leben zerstört, sondern noch drei weitere. Jetzt ist er dran. Ich gehe jetzt auf Sie zu. Gehen Sie weg, bitte. Weiß jemand davon? Ich liebe meinen Mann. Wusste Pastor Schlagmann, dass er Melanies Vater ist? Ja. Für ihn war Melanie ein Gottesgeschenk. Er durfte offiziell nicht Vater sein, aber er war es trotzdem. Er hat sie immer begleitet. Er war immer da, immer in ihrer Nähe. Er hat nichts zu verlieren. Wo sind die beiden jetzt? Er wollte ihn aufs Meer mitnehmen und ich sollte ihm helfen, aber er war schon weg. Und das wird doch nichts. Überlegen Sie doch mal. Alle skandinavischen Länder haben ein Auslieferungsabkommen mit der Bundesrepublik. Da können Sie an irgendeinem Fjord festmachen und werden dann nach Deutschland überführt. Lassen Sie mal schön meine Sorge sein. Polizeiboot Wada aus Travemünde hört. Ja, Vogt hier, Polizeiboss in Schwanitz. Wir haben einen Flüchtling hier. Der ist mit dem Boot unterwegs, der Diva. Gefahrenverzug. In welche Richtung ist die Diva gelaufen? Die ist vermutlich nach Schweden unterwegs. Verstanden. Dass du das Haus verkaufen willst? Ja. Hast du ihn schon? Ich darf nichts sagen. Moin. 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 Wie geht's den Vatern? Ja, gut, muss ja. Die Kontoauszüge? Diese Auszahlung von 100.000 Euro am 26.02. vor 7 Jahren, die hat dann Selchow bar hier abgeholt. Ist das so zu verstehen? Was?
Die hat er dann bar hier abgeholt? Ja. Ja? Oberkott hat kein Geld abgehoben. Hm? Können wir die mitnehmen? Ja, ja. Gut, danke. Bitte noch unterschreiben. Danke. Danke. Moin. Dr. Ginger? Ja, Vogt hier, Polizeiposten Schwanitz. Ich hatte schon mal angerufen. Ja? Ja? Exakt. Ja, wir würden da noch mal vorbeikommen. Danke. Den Schlüssel für Fach 47 hätte ich gerne. Ich komme sofort. Ja, danke. Sie hatten recht. Selchow ist erpresst worden, so wie Hoch vermutlich auch. Der Erpresser wollte Geld. Ein Heinz-Hoch-Suizid, das muss für den Erpresser eine richtige Enttäuschung gewesen sein. Ja, im Grunde war ja auch sein Traum vom Ministerpräsidenten damit hin. Für den Rest seines Lebens. Nur eine Sache, die passt nicht. Gut Acht gegeben auf seine Tiere. Seine Tochter gefördert. Reiten, Ballett, Klavierunterricht. Klavier? Hat er extra einen kleinen Flügel gekauft. Damit hat sie den ganzen Hof beschallt. Wollen Sie wissen, warum ich Polizistin geworden bin? Weil ich es hasse, wenn starke Schwächere rumschubsen. Das ist alles? Ich finde das eine ganze Menge. Ja? Ja, stimmt, stimmt. Das Gewaltopfer, der sprechende Schrank, das waren Sie. Zu dem Zeitpunkt war sie noch am Leben. Ich kann Bittner verstehen. Bittner wird nicht kommen. Wieso nicht? Durch was ist die ganze Sache ins Rollen gekommen? Durch Oliver Selchow. Oliver Selchow. Oliver Selchow kriegt eine Krebsdiagnose und will in seinem Leben aufräumen. Frau Christiansen hat in dem Wasser in der Lunge von Selchow Rosenpollen entdeckt. Rosenpollen? Im Winter. Was hat Selchow als letztes gemacht? Gebeichtet. Bei Pastor Schlagmann. Herr Overkott? Pastor Schlagmann? Geben Sie Gas. Halt! 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 Na bitte, geht doch. Halbrund, Süßwasser. Deswegen auch die Rosenpollen. Wo ist denn Oberkott hin? Er ist gleich im Jenseits. Im Dorf so über Melanie gedacht? Naja, Sie haben ja meinen Vorgänger gehört. Eine Frau, die Spaß am Sex hat, muss sich nicht wundern, wenn sie missbraucht wird. Ja, so denken viele Männer. Ja. Eine Frau, drei Männer und jeder denkt sofort an Sex. Ja gut, ist ja auch natürlich. Finden Sie? Ja. Das ist alles hier im Kopf. Das läuft als evolutionäres Programm bei uns ab. Bei Ihnen auch. Sie haben sich das bestimmt auch schon mal vorgestellt, wie das wäre mit Frau Christiansen oder mit mir. Aber das würde ja bedeuten, dass es bei Ihnen auch schon mal abgelaufen ist, dieses Programm. Ja,
Aber das wird natürlich nie passieren in Wirklichkeit. Das ist ja ein unbewusster Mechanismus. Ja, genau, ja. Der keinerlei Bezug zur Realität hat. Natürlich nicht. Ja, bestimmt nicht. Mir ist meine Ruhe wichtig. Die ist mir auch sehr wichtig. Sehr sogar. Mir auch sehr. Wollen wir? Was? Fahren? Sicher, ja. Moin. 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 Können wir kurz stören? Ja, guck mal, das kommt aufs Schiff. Oliver Selchow war gestern bei Ihnen? Ja. Was wollte er? Eine Beichte ablegen. Beichte? In der evangelischen Kirche? Er nannte es so. Im Grunde genommen war das ein seelsorgerisches Gespräch, wie bei der katholischen Beichte. Oliver Selchow ist tot, ermordet. Ist ja unfassbar. Ja. Der wilde Sven war's nicht. Kein Mörder? Ja. Es gibt eine andere Welt um uns herum. Mit Engeln, Toten und Geistern. Der wilde Sven ist ein Toter, der keine Ruhe gibt. Ich glaube ja, dass der Mord im Zusammenhang mit Melanies Tod steht. Was ist das 7 Jahre her? Ja, aber nicht für einen, der seinen kleinen privaten Rachefeldzug dem wilden Sven unterjubeln möchte. Ich glaube, dass Jörg Overkott das dritte und letzte Opfer dieser Bootsfahrt werden könnte. Das muss aber unter uns bleiben. Ja, natürlich, wenn ich dir helfen kann. Ja, das könnten Sie, wenn Sie uns sagen würden, was Oliver Selchow Ihnen gestern gebeichtet hat. Sie sind doch Tierarzt, nicht wahr? Mhm. Kriege ich schon hin. Den Tag genau vor 7 Jahren ist Melanie Bittner ums Leben gekommen. Melanie war meine beste Freundin und mein erster Fall. Ist mit 3 Männern auf Bootstour gegangen und am nächsten Tag, da ist sie tot ans Ufer gespült worden. Unfall? Unglücklich über die Reling gestürzt und über Bord gegangen. Tja, das ist das, was die 3 Männer ausgesagt haben. Oliver Selchow war einer der... Hab ich's erwischt? Das arme Kaninchen. Nee, das war doch nur ein Ast, oder? Oliver Selchow war einer der 3 Männer. Und was hatte diese Melanie auf dem Boot zu suchen? Melanie war damals die Freundin vom Skipper von Jörg Overkott. Selchow, unser Toter von heute Morgen, der war Filmproduzent. Und er wollte was von Hoch, irgendwie mehr Einsatz für Filmförderung, irgendwie sowas. Heinz Hoch, der Politiker Heinz Hoch? Genau, der. War auf dem Sprung zum Ministerpräsidenten. Heinz Hoch, hat er nicht Selbstmord gemacht, so vor 4 oder 5 Jahren? 7. Ja, na sicher. Vor 7 Jahren, am 25. Februar, ein Tag nach Melanies Tod. Das heißt also, Melanie und Heinz Hoch sind die beiden, von denen man denkt, dass der wilde Sven sie geholt hat. Genau. Können Sie da vorne rechts halten? Sie. Ich helfe Ihnen. Nee, geht schon. Danke. Das ist Ende. Hat damals die Ermittlung geleitet. Melanie war mein erster und sein letzter Fall. Oliver Selchow ist ermordet worden. Moin, Luna. In seinem Bett ertrunken, ne? Diskretion ist unsere Visitenkarte. Und? Er ist ertränkt worden. In Süßwasser. Im Süßwasser. Davon gibt's nicht viel in Schwanitz. Warum sind Sie hier? Ich suche die Verbindung von Melanie zu heute. Sie haben doch damals... Bitte? Sie haben doch damals im Mordfall zum Nachteil von Melanie Bittner ermittelt. Es war kein Mord. Sondern sie ist mit dem Kopf gegen die Reling geprallt, nicht? Genau.
Sie mochten ihn nicht, Lohne. Wie haben Sie gesagt? Er war der... Der was? Nicht der Richtige, aber das ist... Gut. Damit haben Sie zumindest gleich mal Gewissheit, ob er im Salz oder im Süßwasser ertrunken ist. Gut, niemand ertrinkt und legt sich danach in ein Bett. Ich meine, die Frage ist einfach, ob und wie... Herr Tüteberg. Brauchen Sie mich noch? Nö. Gut. Ha. Was machst du denn hier, hm? Hm? Im Bett ertrunken. Ist nicht wahr. Moin, Herr Probmann. Moin. Herr Jacobs, können Sie das da mitnehmen? Ja, selbstverständlich. Ich darf hier eh nicht auf den kalten Fußboden laufen. Das ist eine Testudo, Herr Manni, die brauchst Mom. Sonst geht die ein. Ach übrigens, Ihre Post von heute habe ich Ihnen in die Praxis gebracht. Ah, weil? Na, falls das passiert. Am Hafen. Oder auf dem Weg dorthin. Heute ist ein Unglückstag. Hat Ihnen das noch keiner gesagt? Nein, man hat mir nur vom wilden Sven erzählt. Und prompt hat er zugeschlagen. Ja gut, aber es kann ja auch ein Zufall gewesen sein. Ganz sicher wissen wir das erst morgen. Es wird hier niemand sterben. In Schwanitz. Morgen. Kein Mann kann den Fluch brechen. Hm? Kein Mann kann den Fluch brechen. Das verstehe ich nicht. Das können nur zwei weibliche Nachkommen. Ja. Ja, gut. Ach, übrigens, Ihr Nachsenderantrag geht zu Ende, Herr Jacobs. Wenn Sie weiterhin Post aus Hamburg haben wollen, dann müssen Die Sie Dauer den... Die Dauer meines Nachsenderauftrags und mein voriger Wohnort gehen niemandem etwas an. Ja, es war ja nur... Geh niemand etwas an. Natürlich nicht. Ich okay. dachte ja nur... Nein. Gut. Ist das nicht unser neuer Tierarzt? Ja, er ist aus Hamburg. Ledig, war selbst mal Polizist. Ich würde Sie gerne nach Ihren ersten 3 Monaten hier in Schwanitz zu einem zwanglosen Abendessen einladen. Also nur Sie und ich. Vielleicht. Weil...